Erinnert ihr euch noch daran, wie das damals war, mit diesen Intros vor den Intros, wo man sich noch unterhalten gefühlt hat, ohne dass das Let's Play losging? Damals war es Mass Effect Trilogie. Tade Teil 1, ne? Das war noch was, da hat man noch substanzielle Inhalte gehabt, zum Beispiel wie meine Eier gekocht haben. Was so völlig aus dem Kontext gerissen sehr merkwürdig klingt. Ah, dieses Unterhalterische. Ich glaube, ich habe heute so ein bisschen Let's Play-Atmosphäre, denn wir sind in Folge 25 von Let's Play Zivilisation 5, die fünfte Aufnahme in Folge. Es ist immer noch der 24.3. 12:30 Uhr mittlerweile. Ich habe ein bisschen Tassen aufgewaschen, gerade neues Wasser rein. Jetzt stehen da die Teller drin. Und so mache ich übrigens meinen Aufwasch. Das kann ich euch sagen. So mache ich meinen Aufwasch, ne? Rein in das heiße Wasser stehen lassen, später drüber wischen, fertig. Ich habe keinen Geschirrspüler, passt nicht in die Küche rein, leider. Ach ja, das waren noch Zeiten, wo man noch in Ruhe gesprochen hat. Na, wo man seine Zuschauer noch mit was unterhalten hat. Ich meine, das Spiel haben wir jetzt gesehen, 24 Folgen lang. Wir werden die Welt erobern, ganz klar. Aber man will ja auch mal so was Emotionales, so was Außergewöhnliches. Ne? Ich meine, Spiele spielen kann man selber, deswegen guckt man noch kein Let's Play. Ne? Das legendäre erste Intro vor dem Intro, Mass Effect. Das sind noch echte Let's Player-Momente. Das ist es, womit man die Fans begeistert. Ich habe gerade so überlegt in der Pause. Das mache ich immer, nur mal so im Ernst. Was kann ich jetzt gleich sagen? Und ich will das immer gar nicht darüber nachdenken, weil dann fehlt mir der Schwung und ich will irgendwas sagen, was ich gerade so überlegt habe, gerade schon mal so einen Gedanken gesagt habe. Oder auch laut ausgesprochen, das mache ich durchaus auch, die so ein Selbstgesprächformat, aber das ist als Let's Player wohl auch vollkommen normal. Also, was auch immer für Let's Player normal ist, in Anführungszeichen. Und dann vergisst man die Hälfte. Ich wollte zum Beispiel sagen, über Damakasch, einfach mal die Damakasch in den Titel nehmen. Hallo Damakasch. Und dann sagen, tschüss Clickbait-Titel oder so. Oder wie wär's mit Scheiß auf Genf und dann google ich schnell, was weiß ich über Genf. Ich habe nicht mal eine Ahnung, in welchem Land Genf liegt. Oh Gott. Ah, zum Glück bin ich kein Geografielehrer. Also, Spaß beiseite. Ja, so ein Intro von dem Intro. Ne, seit dieser Aufnahmesession mache ich das hier nun wieder so ein bisschen. Kommt doch wieder rein. Ich krieg langsam eine Let's Player-Laune und zähle die Sekunden bis nächste Woche. Also für euch ist das schon lange Geschichte dann, aber bis ich Junior wieder sehe. Ne, wie gesagt. 24.3. ist es. Am 29. nächste Woche Mittwoch sehe ich ihn in 10. Da wird der X10 Luftsprünge machen vor Freude. Also innerlich, äußerlich muss ich ja Ruhe bewahren. Gott, ist das niedlich. Was haben wir eigentlich für eine Kartengröße? Standard. Das ist Standard hier, die Karte. Ne? Im Stream hatten wir eine große angefangen. Ich werde auch weiter streamen, das Ganze, denke ich. Mal gucken, ob ich heute einen Stream mache, weiß ich nicht. Ob mein Hals so lange durchhält, weil fünfte Aufnahme in Folge ist schon nicht wenig für jemanden, der es nicht gewohnt ist. Und seit der Sprecherziehung weiß ich ja, ich habe halt einen Redestil, der viel Kraft kostet. Also eigentlich einen ganz guten, aber je flacher und monotoner ich rede, so wie jetzt, umso langweiliger wird es. Ist zwar ein schöner Unterhaltungston teilweise, aber das kann ich in meinen Fächern nicht machen, weil zack, und so ist das Politische. Ist natürlich viel lebhafter und da sind die viel begeisterter dabei, die Schüler. Das ist nun mal so. Aber gut, ich meine, ich werde 30 im April. Ich werde alt. Insofern. Ja, ich werde noch ein paar Jahre, bis ich überhaupt aktiv Lehrer werde. Und dann werde ich keine 45 Rentenjahre erreichen. Also ich muss nicht 40 Jahre meine Stimmbänder schonen. Und wenn es nicht mehr geht, dann geht es eben nicht mehr. Dann mache ich Weiterbildungskurse an der Uni oder was auch immer. Politiker kann man auch werden. Oh Gott. Mit kratzender Stimme. Stimmabfall wie Wolfgang Schäuble. Dann klinge ich auch wie so ein verbitterter Gartenzwerg. So, jetzt reicht. Lange genug ging das Intro vor dem Intro jetzt. Fangen wir mit der Folge an. Wir wollten ja Genf auslöschen. Irgendwann mal. Und es sieht so aus, als ob wir das bald machen, weil die sind mit niemandem verbündet und solange das der Fall ist, mache ich die platt. Was macht hier eigentlich die persischen Triere, bitte? Das hier ist kein offener Handelsweg, ja? Und hier oben habt ihr auch nicht lang zu gehen. Und was machst du hier? Eine Karavelle, spanische. Mach die von meinem Gebiet runter. Scooter ist scheiße. Ihr verliert die Kontrolle über Kiew. Ich habe nie welche gehabt. Nie. Bin ich mir absolut sicher. So, was macht das Arbeitsboot hier? Hat mir nicht schon ein paar hochgeschickt? Eins, zwei, drei. Müssten die langsam mal alle? Eins, zwei, drei. Du machst doch das Arbeitsboot, das da runtergehen sollte, oder sehe ich da was falsch? Wo ist jetzt das Problem? Jetzt geh halt auch. Nein, nee, das wollte ich auch gar nicht. Ja, du weißt schon, wo du hingehen sollst. Gut. So. Beendet Opernhaus. Gendarmerie. Kein Problem weniger. Brasil als Lager.
Die Stadt produziert Wissenschaft, ja. Das ist mal sicher. Standardfokus. Wenn ich jetzt Wissenschaftsfokus mache, haben wir 39,24. Standard 39,24. Und noch weniger. Ja, dann machen wir Standardfokus. Spielt ja keine Rolle. So. Warum gibt es eigentlich keine direkten Forschungsstationen, wo ich irgendwo hinbauen kann? Gut ist. Mann, das würde ich sofort machen. Wir könnten von hier nach Busan eine Strecke jetzt eine Verbindung. Braucht kein Mensch. Weil wir haben unsere Hauptstadtverbindung, das reicht. Wir haben das Hauptstadtverbindung. Unsere Hauptstadtverbindung. Wieso wird das Gerichtsgebäude eigentlich nicht gebaut? Muss ich das jetzt kaufen, oder was? Kann ich nicht, oder? Wie lange wollt ihr hier noch protestieren? 2 Runden lang. Ja, ja, ja. Ich glaube, dafür habe ich hier einen, der sich drum kümmert. Vorbildlicherweise. So. Bauaktion. Was macht ihr hier? Marmor, Steinbruch. Ende, ja? Gut. Achtung. Und dann das da. So. Nee, nicht. Oh, die Musketiere doch nicht. Die da. Leute, ich mach die alle her. Alter Polzen. Das sind vielleicht ein bisschen viele. Fällt mir gerade so auf. Zumal die auch noch Vorteile haben gegen mich. Und die auch. Ist vielleicht nicht unbedingt die beste Einheit. Nee, weißt du was? Du bleibst mal einfach hier und wartest, bis ich mit da drüben mit den Schiffen fertig bin. So, und dich brauchen wir jetzt hier auch nicht mehr irgendwo. Dann schicke ich dich nämlich mal kurz wieder hier hin. Du gehst mal kurz 3 Meter weiter, damit ich weiß, was da oben ist. Das sind Fische, das ist schön zu wissen. So, jetzt reicht's. Nach da oben haben wir alles dicht, dankeschön. Und hier muss irgendwo Korea sein. Nein, du bist Susa, du bist Cordoba. Wo stecken sich hier? Irgendwo muss noch eine einzelne Militäreinheit von denen sein, ich ahn's. Ich glaube nicht, dass die Dings da zählen. So, meine lieben Freunde. Zack. Der nicht, der Militär. Was fange ich jetzt mit dir an? Du bist zur Verteidigung der Stadt eigentlich nicht geeignet, mein Freund. Bleibe Bereitschaft, wird es. Steinbruch erledigt, dankeschön. Geh mal darüber. Mehr kannst du in der Runde nicht machen. Aber wir könnten jetzt Genf angreifen. Haben wir schon Kriegseinheiten, um die Stadt zu erobern? Die Karavelle kann das, aber reicht das aus? 45, 45? Ich meine, je schneller wir es machen, desto besser. Ah, komm. Es ist doch nur Genf, was soll's. Ja, natürlich. Besondere Einheit. Staatsstaaten werden mürrisch. Interessiert mich, wie die 24. Mai. Trof hier. Auf zu plündern, wir brauchen die Stadt noch. Durch, Trof hier. Zack. So, und du machst gar nichts. So, nächste Runde. Es geht jetzt so 2-3 Runden und das ist gut. Wo wir gerade dabei sind. Wenn das geht, dann können wir dich nämlich jetzt mal kurz hier rüber schicken. Gut, können wir von hier aus schon angreifen? Mal rein, ne? Ja. Und das machen wir Anlage hier auch noch kaputt. Ist auch schön, wenn man den Lärm nicht auf den Ohren hat unmittelbar. Zack. Achso, es dauert noch. Egal. Der kann ja nichts tun, das nächste Mal. So, Fischerboot. Dankeschön. Ja, ist doch schon. Nächste Runde. Oben gucken. Was wollt ihr jetzt? Greift ihr jetzt zurück an? Bestimmt tut ihr das. Aber ihr habt eine Blockade, ne? Ihr wisst, hier passiert nichts mehr in nächster Zeit. Oh, Eisen. Stein. Schön, schön. Und da drüben, das machen wir eh gleich kaputt. Ich glaube, die sind zornig auf uns. Ich verstehe gar nicht, wieso. Greif zurück an! Mach sie alle! Krieg! Wir sind am Krieg! Kauf mit Glauben wirklich. Politik einführen, das ist schön. Kostenlose Technologie. Oh, das wäre natürlich wirklich gut. Wissenschaft pro Spezialist. Wissenschaftler empfinden. Oh ja, bitte, bitte, ganz schnell. Was zu spät ist. So.
offenen Gelände ist mir völlig wurscht. In verteidigen gegen alle Fernangriffe. Heb Kampfmal ist einfach Wasser oder beim Fluss auf. Ja gut, Mama. Musketier. Dann brauchst du, um hochzukommen. 11 Runden. Dauert mir zu lange. Das dauert mir auch viel zu lange, aber ich glaube, wir werden hier von der See noch einiges erleben. So. Weil gegen die Firma mal kriegt. So, Kuritiba, wie sieht's aus? Markt beendet, das ist schön. Meine Aus in Jeonju brauchen Markt oder Dingsterbumster. Entschuldige mich mal kurz, meine Aus und Jeonju, sind die Städte hier oben, ne? Gerichtsgebäude. Kann ich das jetzt bitte kaufen? Ach, ist noch zu teuer, ne? Ja, klar. Wo ist meine Aus? Ja, hört auf damit jetzt hier. Mana aus. Chanjun so. Hm. Das da. Damit wir woanders was anderes machen können. Dankeschön. Und Jeonju, ihr könnt doch bestimmt den Markt auch kaufen, oder? Ja. So, Produktion wählen. Wer wollte denn jetzt hier bitte einen Wunderbar? Niemand. Ihr könnt einen Haufen, aber braucht überall noch irgendwas. 5, oh, noch Markt, noch in Manaus. Hatten wir den nicht gerade eben angesagt? Ja, noch 3 Runden. Was könnt ihr da 3 Runden lang machen? Eine Fregatte bauen. Macht das. Salvador, Siedler, schön. Mit dem Siedler geht ihr mal kurz auf dem allerschnellsten Wege nach da oben. Und jetzt müssen wir gucken, hier so. Macht es halt irgendwo so. So, die Fregatte. Der weiß, was er tun soll. Weiter geht's. Salvador. Wir könnten jetzt schon mal anfangen, durch ein oder andere Kriegsgerät zu bauen. Warte mal kurz. Noch eine Runde. Bis zur Gatling-Kanone. Ja gut, das können wir dann aufwerten, glaube ich, mit diesem Gold. Karavelle. Hm, braucht eigentlich kein Mensch. Freibeuter. Das klingt gut. Das klingt gut. Das machen wir. Wir erobern. Das können wir gut. So. Speicher, Weizenbauern, haben alles nicht wirklich brauchbar. Bank, Seehafen, warum sollte uns das... Hey, was haben wir denn hier? Hafen, Aquädukt, Lübschrein, okay. Leuchtturm würde auch wieder Zufriedenheit bringen, wird zum Umfallen. Oh. Perlen. Ja, was fällt mir denn zu dem Thema ein? Arbeitsbeut. Was machst du hier eigentlich den ganzen Tag? Später. Bereitschaft. Reparieren? Ja, tu das. Ihr habt jetzt fertig gebaut, Handelsposten. Also, dahin reparieren. Ihr macht das da weg. Dankeschön. Und die Musketiere gehen bitte wieder zurück in die Stadt, sonst kriegen einen Anfall. Wo sie sich verschanzen. Sehr schön. Ja, nix wieder. Ihr könnt eine Mine richten. Sehr gut. Meine kleine Karavelle bereitet sich schon mal auf den Angriff vor. Tikal. Hauptstadt ist Palenque. Boah, und überall Gebirge. Aber schöne Straßennetzwerke, Schreine. Oh, ich freue mich schon drauf. Dann kann ich Palenque aufrüsten, Kiew an. Ich meine, die Handelsbeziehung zu Kiew verbessern, wollte ich sagen. Du da, jetzt steh hier nicht rum, mach die kaputt. Jetzt krieg ich einen Anfall. Also, du kommst auch mal 2 Schritte näher. Jetzt geht den nächsten Anfall. Lass die nicht angreifen, wenn ich sauer. Wie sie alle fallen. Das ist wie Kinderspielzeug. Die halten richtig gut durch. Ich bin beeindruckt. Der nächste ohne. Bereitschaft. Und du greifst einfach unter, munter, lustig weiter.
noch ein Boot. Schön. Und du auch noch ein bisschen. Man weiß ja nie. Genf ist eine tolle, aufgerüstete Stadt. Bringt euch auch nichts. Kostspieliger Angriff. Verse Städte nahe dem großen Admiral. Ist schön. So, wer ist noch ohne? Hier unten. Wer bist du? Karavellepreis. Wo kommst du denn her? Achso, dich hat man von oben runtergezogen, ne? Mal hier unten mal was sehen können. Ein Barbarenlager zum Beispiel. Faszinierend. Ein Freibeuter. Der Freibeuter. Geht mal kurz bis an die Grenzen. Ich will wissen, womit ich es zu tun habe. Eine Galease, aha. Also eigentlich können wir hier in nächster Zeit eher nicht einkerkern. Okay. Aber jetzt gehen wir die Küste entlang. Nächste Runde. Ihr greift jetzt wieder das an. Das geht dann einfach mal kurz einen Schritt weg. Und heilt sich. Dann werden wir den nächsten Boot angreifen, weil da oben sind noch zwei. Ja. Tja. Isabella hat Darius. Ja, führt Krieg miteinander. Den ganzen Tag, bitte. Dann habe ich meine Ruhe für euch. Ich will sowieso den Irokesen loswerden. Mein Boot, mein Boot. Oh, wir haben sogar versenkt. Mein Boot. Hier ist mir jetzt Angst ein. Oh, hört doch mal damit auf hier. Die auf Maschinen basierende Industrialisierung, die schon jetzt als Merkmal unserer Zeit genannt wird, ist nur ein Aspekt der Revolution, die von der Technologie vollzogen wird. Sehr schön. Willkommen im Industriezeitalter. Juhu. Also, als erstes Mal. Nein. Achso, du auch. Ja, so, hast du was Schönes zu tun? Machst du kaputt. Den nächsten bitte. Dass ein Nichtschwimmer die größte Flotte des Spiels befehligt, das hat schon was. Zack, dort, Barbarenlager. Erledigt! Mag uns Genf jetzt zur Belohnung, oder? Wahrscheinlich eher nicht. Ja, verschanzt euch mal, bevor da Neues entsteht. So. Du kriegst Angriffe gegen Städte, Bonus. Und du kriegst bitte auch gegen Marineeinheiten, nein, gegen Landeinheiten. Warte, was hast du denn? 1-1. Zielerschlag 2 sogar schon. Fortbewegung brauchst du nicht, Sichtweite, ne? Gegen Landeinheiten. Ja, ich habe genug Klauen. Ein neuer Spion, na also. Also, Fortaleza. Wieso hat Fortaleza so ein hohes? Egal. Dann bewegen nach Fortaleza. Dankeschön. Du bleibst immer noch in Rio. Wieso musste ich das jetzt nochmal machen? Egal. Ihr wollt alle Krieg führen, das ist schön. So, beende Gendarmerie. Dann mach halt was Brauchbares. Amphitheater klingt immer lustig, bringt Kultur. Kolosseum hast du noch nicht. Wieso hast du kein Kolosseum? Kein Wunder, dass wir nirgendwo was bauen können. So. Seehafen. Als Nahrung, Luzern und Gold bringt mir mehr. Leuchtturm später. Kultur, Wall plus. Plus Kultur momentan. So, wir haben hier Sägewerk Wall Tundra, Handelsposten, Steinbruch. Es ist nicht mehr viel, was wir hier machen können. Schnee. Schnee ist auch schön. Nicht das Geld mehr, um zu kaufen. Was durchaus schade ist. Ja. Nee, verschanzt euch mal in der Stadt. Weil ich weiß mit euch sonst nicht viel anzufangen. Dann gehst du halt in die Stadt da unten.
Ist nicht was mehr? Kann nicht, keine Ahnung. Nichts tun, dankeschön. So, ebene Hügel, du machst eine Mine, dankeschön. Was noch ohne? Abholzen, dankeschön. Ist auch nichts mehr zu tun. Ist da abholzen dann, sehr gut. Und du greifst an, als ob es keinen Morgen geben würde. Ja, kaum seid ihr ein bisschen aufgelevelt, wird das auch gleich viel besser. Wir können den General opfern, ob sich das lohnt. Direkt angreifen bringt mir nur Schaden, ja auch nichts von. Wie viele Punkte hast du noch? Wird er das durchhalten? Keine Ahnung. Bereitschaft. Nächste ohne. Jetzt bist du da. Also gehen wir mal in die hintere Ecke. Hier unten gibt es offensichtlich keinen Weg. Wir schauen es uns trotzdem genau an. Schon weil... Oh, hübsch. Hier eine Stadt gründen wäre ganz praktisch. Auf dem Feld, weil ich links und rechts kann ich mal aussuchen. Wobei ich nicht glaube, dass ich mir das aussuchen kann, aber es wäre schön. Was gibt es denn hier unten Schönes? Nicht sehr viel. Ist die Stadt jetzt automatisch belagert, deswegen eher nicht. Oh, Krabben. Hm. Brauche ich Krabben? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht. So, Fregatte. Meine lieben Freunde. Es gibt einen Zeitpunkt, da muss man auch mal an Expansion denken und Kriege. Und ich denke, hier unten werden wir bald ein paar neue Schiffe generieren. 1, 2, 3, 4 Orte und hier 2, um von hier und dann ist Ruhe. Und dann ist ganz schnell die Stadt dicht. So. Und du gehst mal hier in Stellung. Dankeschön. Und wartest ab. Kann ich dich hier verschanzen? Nee, oder? Aber egal. Auf jeden Fall kannst du auf alles angreifen, was in unmittelbarer Nähe ist. Also hier. Weil hier oben kommt eine Stadt. Ich will da oben dicht machen. Wo ist eigentlich mein Siedler? Siedler von Katan. Egal. Nächste Runde. Sind zornig auf uns. Ich verstehe das nicht. Wie kann man auf uns zornig sein? Wir sind doch so nette Leute hier. Fischerboot. Warte jetzt. Ich habe doch schon drauf geklickt, wie oft denn noch. So. Wann ging's los? 12.40 Uhr? 12.53 Uhr? Ja, noch Zeit bis um. Wahrscheinlich bin ich schon seit 30 Minuten drauf, merkst du noch nicht. Harun al-Rashid hat das Zeitalter Industriezeit leider. Wieso? Warum? Dünger. Dünger ist auch nicht schlecht. So, die Einheit müssen wir gleich wegschicken. Aber das macht nichts. Weil wir haben auch noch lauter andere Einheiten. So, und zwar gegen Städte. Nee, gegen Marineeinheiten. Und dann... Kommst du her, wo gehst du hin? Um die ganze Welt außenrum, hm? Egal. Mach mal. Salvador. Produktion nehmen. Ein Kohle benötigt für die Fabrik. Jetzt können wir Kohle sammeln. Okay, dann müssen wir der Reihe nach vorgehen. Wo ist denn Kohle auf der Welt? Nirgendwo, ja? Jedenfalls nicht bei uns. Nicht soweit ich es sehen kann. Pff, ist ja super. Muss ich wahrscheinlich noch 3 Stunden warten oder was, bis ich das sehen kann. Sao Paulo, Fabrik. Ja, nur wo ist die Kohle? Wer hat denn hier die Kohle, die ich haben will? Irgendwer, nur ich wieder nicht, ne? Eisen, 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 irgendwas. Hier ist nirgendwo Kohle. Stein, Stein, Stein. Was gibt's hier? Graben. Wenn modernisiert. Oh, sag mal, viel zu reden hat. Aha. Kein Wunder, dass die Stadt haben will. Räucherwerk. Haben wir schon. Und geräuchert, warum auch immer. Perlen auch schön. Aber keine Kohlen. Bananen auch sehr schön.
kriegen Nahrung und so, aber nirgendwo Kohle. Och nee, oder? Ja, toll, da habe ich jetzt was von. Auf der Insel. Ist das das einzigste bisschen Kohle, das wir hier sehen? Oh, hier hinten. Nee, super. So, gab es hier oben was? Nee, genau. Ich mache da trotzdem eine Stadt. Schokolade, Kakao. Wen muss ich angreifen, um jetzt Kohle zu kriegen? Ich will die Fabrik. Silber ist bestimmt schön. 4 Zufriedenheit. Statt Wirtschaft 2 Gold. Okay, dem seine Kohle hole ich mir. Du bist wirklich der Nächste, der dran ist dann. Stein. Kakao ist schön, aber Fisch. Hier könnte man tatsächlich eine Stadt machen für die Fische. Korrektiver. Perlen, bla. Nicht. Oh, gibt das ganze Karte keine 2 Stück Kohle hier, Leute? Ernsthaft? Gut, ich könnte jetzt dieses kleine Stück hier holen. Mit dem Siedler. Dann müsste ich mich hier reinlassen. Ah, oh, scheiße, meins. Kuritiba, ich will ein Siedler. Komm her, hier. So, die Karte. Ist das zum Kotzen? Sao Paulo. Ihr braucht keine Ausnahme, macht das keinen Unterschied. So, den Big Ben. Nee, lass mal. Rio baut gerade. Fregatte. Mhm. Große Händlerpunkte plus 2. Jetzt müssen wir gucken. Sao Paulo. Wie sieht es bei euch aus? Was kriegt der? Große Händler. Oh, Mann, ja. Gold plus 4, Kultur plus 1. Komm, bau das Ding. Wenn du brauchst, du mit Produktionsfokus. 36, auch nicht wirklich. Naja, gut, 2 Runden schneller. Das ist ein Anfang. Salvador. Du benötigst überall Universitäten, noch einen Markt in Manaus. Warum hat Manaus keinen Markt? Weil er den baut. Okay. Können wir mal jetzt kaufen, Markt? Nee. Ach, da. Salvador. Eine. Dann hätten wir nämlich die Ostindien-Kampagne und die wäre hier durchaus. 4 Gold zusätzlich eine. Ja, gut. Salvador weiß ich nicht, aber mal gucken. Aber auf jeden Fall Gold plus 4 für die Stadt. Karavelle braucht kein Mensch. Waffenkammer interessiert mich alles gar nicht. Alle Einheiten. Für alle Einheiten oder nur für Landeinheiten? Wenn es für alle Einheiten ist, wäre es vielleicht gar nicht mehr schlecht. Die Fabrik können wir ja noch nicht bauen, eine Weile lang. Also machen wir das so. Dann noch Fokus, ja, reicht mir. Produktion wählen. Gerichtsgebäude fertig, na wie schön. Dann baut man eine Werkstatt. Dann müssen wir vorwärts kommen. Bum, bum, bum. Wildwaldjager, bla. Fischküste, machen wir später. Ihr habt da oben das erledigt. Dann macht das. Und ihr bleibt, wo ihr seid. Nichts tun, bis ich dir was anderes sage. Im Moment brauche ich oben keine Straßen oder sonst was. Hier greifen wir mal an, weil wir es können. So einfach ist das. Und die uns nicht wirklich. Ja, das heißt die doch, aber nicht so, dass wir das wirklich spüren würden. So, du verschanzt dich dann hier bald. Curitiba, Arbeitsboot. Na, wo kommt das her? Und warum? Wegen Perlen, nehme ich an. So. Der nächste ohne. Fischerboot, dankeschön. Wirf aus deinen Angelhaken. Jawohl. Der nächste ohne. Bist du hier? Ich gehe jetzt mal bis ganz runter, um zu gucken, ob es hier noch was gibt. Nein. Ich kann dich angreifen, wenn ich das will. Nur will ich das eigentlich gar nicht. Schon gar nicht auf dem Hügel. Was soll ich mit dem Boot auf dem Hügel? Ist doch Blödsinn. So. Hatten wir offene Grenzen hin, oder? Schade. Achtung, Piraten! Hier die Küste hoch, weil hier irgendwo könnte noch eine koreanische Einheit sein. Jo. Palenque wollte Straße machen. Ja, das lassen wir mal lieber. Ich wollte gerade sagen, wer ist denn hier noch? Bereitschaft.
Weil hier müsste ich zum Heilen hier runtergehen und das kriege ich durchaus hin. Das ist so weit weg nicht. Offline haben wir nicht genug Geld. Der nächste ohne. Eine brasilianische Fregatte, wie schön. Wollen wir jetzt noch ein bisschen erkunden? Ja, warum nicht? Wir haben die Zeit. Quasi. Aber warum können wir leider nicht anlocken? Schön wär's. Die können uns angreifen, interessiert mich gerade nicht. Frachter, wohin? Wo kommst du her? Fortaleza. Das interessiert mich nicht. Ranhu wäre nicht schlecht. Kannst du jetzt, ne? Produktion. Jeden macht es mal. Ja. Und aus 14 wird 7. Sehr gut, die Werkstatt erhöht die Produktion nochmal. Wir kommen vorwärts und das nur, weil wir uns auf uns selbst fokussieren. Au. Nächste Runde. So, jetzt ist es 13.02 Uhr. Ich sollte die Folge beenden, aber wir warten noch bis zu nah. Wenn da dran sind. Ich esse immer noch Schokoladenrosinen. Ein Häkchen in der Folge 25. Schön auch mal Papierzettel haben und nicht Excel-Tabellen. Ich bin noch kein Software-Tester mehr. So. Die wollen immer alle meine Boote kaputt machen. Ich meine, das hilft denen auch nicht. Ja. Ich bin sowieso bei allen als Kriegstreiber verschrien. Die Stadtstaaten können mir nicht ausstehen. Ist mir egal. So, wir beenden hier die Folge und ein, zwei Runden, dann sind wir hier bald in Kampf. Bis dahin. Gesehen.